Leute, herzlich willkommen hier zurück auf The Cramper. Vom lieben Juppi, ne? Urmutter ist Richie F. So, ne? Ich habe heute mal mir ein Video angeguckt, ne? Da waren ja mal gute Informationen drin, dass der Sven Nieders auch versteht, ne? Was noch so Probleme macht bei der lieben Oma Tana. Ich kann euch das nur empfehlen. Mein Spiel lädt jetzt wieder komplett durch, aber ich habe immer noch Probleme mit Curseplay. Es kann auch an diesem Schlepper liegen. Wenn ich in diesem Schlepper das Spiel starte und will Curseplay machen, geht gar nichts mehr, ne? Ja, der Schlepper fährt, aber nichts anderes. Ist aber kein Problem, kann ich mit leben, wenn ich das weiß. No problem, aber mein Spiel lädt durch, ohne dass ich das zwischenzeitlich wieder beenden muss und dies und das. Ich hatte noch 3 Mods drin oder 3 Skripte, die nicht förderlich waren. So wie Head-Tracking-Dingsbums da, weißt du, und noch 2 andere. Die habe ich dann rausgetan. Jetzt lädt das alles wieder. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass die ganzen Skripte, das jetzt, wie heißt es, hin und her und dies raus, das raus, kann ich mit meinem Mischstreuer nicht mehr kalken. Jetzt müssen wir uns eine Kalkbude kaufen. Ja, schicki feini. Kohlen schon wieder fast weg, ne? Es ist zum Mäusemelken, ne? Wir brauchen eine Kalkbude. Ja, ja, ja. Den kaufen wir. Ja. Aber wenn jemand die Oberantana kennt, ne, sagt ihr mal vielen lieben Dank. Viele denken ja nicht daran, ich habe ja auch Defizite. Und ich verstehe viele Sachen dann nicht, aber die hat das so gut erklärt, dass selbst der Svenny das verstanden hat, ne? Vielen Dank. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt kann ich erst zum Händler fahren. Ich muss noch ein bisschen was kalken. Ja, das ist leider so im Moment. Es ist gerade nicht viel anderes zu tun. Wir können noch Ballen nachher abladen und dies und das, aber ich muss erstmal meine Kalkbude jetzt holen. Dass da mal ein Checkhaken hinter ist. Aber so kommt eins zum anderen, ne? Du denkst, du hast alles immer richtig. Nein, dann ist dies noch, dann ist das noch. Aber egal. Naja, ja. Also Autoload von Paletten ist ja auch so eine Sache. Schickifeini geht ja auch gar nicht mehr, ne? Gespannt, wann die das mal fixen. So, den Porsche hatte ich auch schon wieder verkauft, ne? Weil der geht ja gar nicht. Wir müssen uns da irgendwas anderes für überlegen. Ich denke, wir werden uns da irgendwann einen LKW verkaufen oder so. Ja, irgendwie werden wir dem schon mal hier. Ich kann schon wieder Geld aufnehmen. Ich kriege hier einen Föhn, ne? Ich muss noch 2 Wiesen auf jeden Fall erstmal kalken, ne? Da, ne, da müssen wir auch noch kalken. Feld 11 auch nur. Der Säter, da habe ich aber gekalkt. Hier ist er nämlich am Säen. Aber hier wollen wir noch nicht, hier wollen wir nicht. Waren wir Feld 11? Haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Trotzdem brauche ich jetzt Talas. Hey, das geht so in die Kohlen. Das ist nicht normal. So, ich brauche Kalk. Nützt nichts, ne? Ohne geht's nicht. Ja, komm, 8 Stück direkt. Holen wir hinterher weg. Fertig ist der Lachs. Kaufen. Jo. Danke. So gehen sie dahin, die Kohlen, ja. Das Moped brauchte ich ja jetzt, weil ich das Skript rausgenommen hatte wegen Dings hier. Aber wir brauchen auch mal ein Bild, ne? Neuer Kalkstreuer, neues Glück. Aber trotzdem, das Video war echt gut erklärt, kann ich euch nur empfehlen bei der Obertaner. Dass man das auch mal versteht. Da war nämlich eine Liste auch im Video, da konntest du direkt mal reingucken. Wie, was, wo. Und vielen Dank für den Kommentar von Herrn Ludwig, oder wie das heißt. Der hat mir reingeschrieben, zum Drillen brauche ich das Ding da vorne gar nicht dran, ne? Ist ja auch schon mal cool zu wissen. Danke. So, aber jetzt ist echt erst kalten. Nützt nix. Nützt nix. Muss gemacht werden, ne? Deswegen. Was wir nämlich fertig haben, haben wir fertig. Und ich habe heute ein bisschen Druck. Ich weiß nicht warum, ne? Ich bin die letzte Zeit nur am Tun und am Machen. Aber irgendwie komme ich nicht hinterher, ne? Das ist zum Mäusemelken. Dann machst du hier noch was, dann machst du da noch was. Ich sitze im Moment wieder nur an dieser Bude hier und das will ich ja gar nicht mehr, ne?
muss ja auch mal Pause zwischendurch machen, aber irgendwie komme ich da nicht zu. Dann hat der Olli geschrieben mit dieser Vorwärts-Rückwärts-Schaltung, ne? Ja, ich habe schon gesucht, ne? Ich weiß nicht, finde ich nicht. Weiß nicht, was das für eine Tastenkombi sein soll. Ich ganz ehrlich. Du hast auch noch kein GPS, ne? Schikram. So, ne, hier haben wir nämlich noch nicht gekalkt. Das meinte ich auch. Hier braucht man GPS. Wir haben, glaube ich, jetzt nur... Der große Dicke ist jetzt am Säen, ne? Der 939 ist jetzt am Drillen. Da konnte ich eben CP den Kurs reinladen. Fertig ist der Lachs. Dass das auch erledigt ist. Dann finden wir da nicht mehr nach gucken brauchen. Aussatzstärke, ja, weiß ich nicht. Habe ich immer noch nicht so rausgefunden, wie das funktionieren soll. Kein Plan. Liegt wahrscheinlich irgendwie am Boden und an der Frucht, ne? Rubbery Raps brauchst du ja eh nicht so viel dick drillen. War schon immer so. Raps hast ja fast nichts an Saatgut in der Drille gehabt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und hast Hektar fertig gekriegt. Genau wie mit Grassaum. So kenne ich das persönlich. Ja. Das ist nicht wie Weizen oder Gerste drillen. Da ist ja fast nichts drinne. Und kommst ewig weit. So, das müssen wir jetzt hier fertig machen. Da muss ich noch ein Düngerchen machen. Dass das erledigt ist und dann sind wir erstmal ganz gut voran, ne? Außer, dass uns jetzt die Kohlen hier echt auffressen. Weil du dies haben musst, das haben musst. Also Position Farming reinnehmen ist echt erst eine Überlegung, bis du den ganzen Laden am Laufen hast. Klar wird das jetzt nur saisonell sein. Halt. Ein Teil des Jahres ist das so. Und dann, wenn du nämlich deine Felder bestellst und dies und das machst, das ist ganz logisch. Und danach ist dann Ruhe. Ist genau wie mit Düngen und allen Tröd. Aber du musst auch erstmal bezahlt werden am Anfang, ne? So viel haben wir hier nicht zu ernten auf der Kräbach. Dann musst du auch erstmal reinfahren. Brauchen wir uns nichts vormachen. Das musst du auch erstmal wieder einfahren, die Kohlen. Ja, jedenfalls Kalkbude ist jetzt ein Stissel. Ich habe mich extra für den kleinen Amazonestreuer entschieden. Ne, den brauchen wir nicht so oft. Wenn du willst, kannst du da auch noch mit düngen. Safety first, ne? Jedenfalls ist Checkhaken hinter, nachdem meine ganzen Skripte hier durcheinander sind. Aber ich reg mich nicht mehr auf. Es ist, wie es ist. Man lernt damit zu leben, ne? Ist nur schön, wenn man rausfindet, immer woran es liegt. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Aber kriegen wir alles hin. Davon wollen wir uns den Spielspaß mal nicht verderben lassen, ne? Nur Kalken haben wir dann auch hier fertig. Hier war Raps, ne? Hier dürfen wir noch nicht sehen. Hier muss Weizen hin. Also nächster Ingame-Tag. Grasmähen ist auch noch nicht. Ja, wenn wir den Raps im Boden haben, können wir rein theoretisch spulen. Auf nächsten Ingame-Tag, ne? Bis dahin bin ich auch mit Kalken und allem fertig. Ja. So müsste Lawn laufen, ne? Ja. Viel böllert der Kalk aber auch nicht raus, ne? Auch nur so ein justes Gucken hier, du. Steine sammeln war auffällig, bis auf die Ecke. Weiß nicht, was der da gehabt hat. Ja. Ein bisschen Tiere versorgen können wir noch. Und dann war's das. Wir müssen den Hafer auch noch rüberfahren zu den Pferden, die drei Krümmel, die da hinten reingehen. Aber der Wagen kann da auch stehen bleiben. Das brauchen wir nicht mehr. Mal einen Wagen leer machen. Ja, und dann gehen wir auf den nächsten Ingame-Tag. So sind jetzt die Aufgaben gerade. Mehr haben wir dann echt nicht zu tun. Geflügt ist alles. Die Wiesen werden wir auch noch pflügen, aber erst wenn wir die abgeerntet haben, werde ich komplett alle durchziehen.
Das mache ich immer. Guck mal, der braucht gar nicht aufgeklappt sein, dass er an ist. Cool. Ja, so ist der Plan. Kredit abarbeiten. Aber wie ich das mache, weiß ich auch noch nicht. Dann wird ja auch noch ein bisschen was auf uns zukommen, ne? Wir werden in Forst gehen müssen. Wir müssen Kohle rausholen. Das nützt nichts, Leute. Auch wenn Leute dann nicht mehr dieses Projekt gucken. Kann ich dann leider auch nicht ändern. Aber Forst gehört für mich genauso damit zu. Ich habe das schon mal erzählt, ne? Bei uns war das im Winter Standard, dass wir in den Wald gegangen sind. Okay, der Hof, wo ich groß geworden bin, da waren auch 27 Hektar Wald mit bei. Da bist du automatisch. Aber dann im Winter trockene Bäume absägen, da konntest du fahren. Ja, und aus den Eichen haben wir persönlich dann ja auch immer noch Pfähle gemacht für die Wiesen. Ja, und von daher, für mich gehört das dazu, Forst zu machen. Hier hast du leider nicht das Future. Oder Feature, oder wie man auch immer das ausspricht hier im LS. Dass du die aus dem Holz Pfähle machen kannst für Weide. Das gibt es hier leider nicht. Also machen wir da halt Möbel raus. Was soll denn der Lachs? Aber für mich gehört das dazu. Und nur immer Spule Ritis habe ich auch keine Lust drauf. Und dann mit Tieren finde ich das schon nicht so schickifeini spulen. Kannst du mal einen Tag überspulen, also so einen Tag überbrücken, aber dann musst du ja auch um Tiere kümmern. Deswegen, nee, der Mock ist schon vernünftig. Im Busch muss auch mal gehen. Gehört für mich dazu. Und außerdem müssen wir irgendwie auch Geld regenerieren. Wir müssen uns dann nichts vormachen. Wir brauchen die Kohle. Die ist auch cool, ne? Nicht so gut. Man sieht's aber nicht gut. Außerdem ist dies kein total realistisch spielender Kanal, ne? Muss man ja auch immer wieder dazu sagen, ne? Wer da total realistisch spielen will, der soll sich einen Bauernhof suchen und soll da hingehen und da arbeiten und weiß, was realistisch ist. Müssen wir uns auch nichts vormachen. Ist nicht nur Trecker fahren und alle Friede, Freude, Eierkuchen. Da gehören auch noch eine ganze Menge andere Arbeiten zu. So. Ich habe heute viel zu viel gemeckert, ne? Aber manchmal muss das auch mal sein. Dass man ein bisschen meckert. Jetzt geht's mir besser. Viele sind schon gar nicht mehr im Video dabei. Aber egal. So, guck mal. War auch gleich schon fertig. Und ihr habt morgen früh Krebach. Heider, nein, aber. So ist das im Leben, ne? Irgendwas ist immer. Aber da müssen wir durch. Meine Wiese muss ich... Ey, hier bullert der aber richtig Kalk raus. Ey, guck dich das an. 5,6 Tonnen schnell mal. Ah, ich hab das vergessen, das Fenster aufzumachen, ne? Sagt auch keiner Wert. Ich muss dabei ja das F1-Menü anhaben, dass ihr das seht. Wegen der Kamera. Hier, der hat richtig was rausgebrüllt. Mann, 2,6... Boah, hier muss ja richtig was drauf. Bei der Wiese macht er das auch vernünftig. Ich glaube, auf dem Acker kam das dadurch, weil noch kein Pflanzen drauf waren. Dass er deswegen so wenig... Müssen wir kalken, wenn Pflanzen drauf sind? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Nicht, dass ich das hier die ganze Zeit irgendwie falsch mache. Müssen wir kalken, wenn Pflanzen da sind? Nein, ne? Kalken tust du doch normal nicht, wenn Pflanzen drauf sind. Was war eigentlich vorher? Aber so wie es aussieht, musst du das machen, wenn Pflanzen draußen. Guck mal, was der hier rauspollert. Krassometer 5000. Ey, da muss ich ja gleich noch wieder zum Händler was holen. Komm ich ja gar nicht hin. Leck's mir am allerwertesten, ne? Hat der hier rausknüppelt? Oh, da wollte er nicht mehr. Hallo, machst du den letzten Rest hier auch noch, oder? Ich
frage für einen Freund, ne? So, liebe Leute, ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Auch wenn es eine leichte Meckerfolge war, aber muss auch mal sein. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.